halb zwei in der Nacht auf dem Mittelmeer, vor der griechischen Insel Samos. Die türkische Küste ist keine zwei Seemeilen entfernt. Bundespolizist Klaus Priedigkeit und seine Mannschaft liegen auf der Lauer. Sie sollen Schleuser jagen. Also wäre ich Schleuser, ne? Würde ich mich auf den Weg machen. Ihr Auftraggeber ist Frontex, die Grenzschutzorganisation der EU. Drüben in der Türkei warten schätzungsweise 3 Millionen Menschen darauf, von hier nach Europa zu kommen. Ganz schwach. Ja. Aber immer noch da irgendwie. Ist Ingo schon da? Ingo? Ist es ein Schleuserboot? Der Kapitän entdeckt etwas auf dem Radar. 7 Kabel. Die Uckermark ist von der Ostsee mit dem Schiff hierher gebracht worden. 5 Kabel. Sie soll helfen, die EU-Außengrenze zu sichern. Hunderttausende sind auf den griechischen Inseln gelandet. Viele Zehntausende sitzen bis heute hier fest. Der Grund dafür ist der Türkei-Deal. Flüchtlingscamps wie Moria auf Lesbos wurden zu Gefängnissen und zum Symbol der Flüchtlingspolitik der EU. Im April werden die ersten Flüchtlinge abgeschoben, und zwar die, die keinen Asylantrag in Griechenland gestellt haben. Die anderen warten entweder darauf, dass sie bleiben dürfen, oder darauf, dass man sie in die Türkei zurückschickt. Das schreibt der Deal vor. Tatsächlich in die Türkei zurückgebracht wurden aber nur wenige Menschen. Und über Asylanträge ist überhaupt noch nicht entschieden worden. Excuse me. Hey, hey, hey. Der Hafen von Piräus. Es kommen immer noch Flüchtlinge. Über 6.000 von ihnen warten zu diesem Zeitpunkt darauf, dass es irgendwie weitergeht. Sie haben sich eingerichtet zwischen Fähren und Kreuzfahrtschiffen. Aber was sie erlebt haben, das nehmen sie mit. Wohin auch immer es sie verschlägt. Rudolf Figgen und Heinz Giesing sind deutsche Polizisten. Für 2 Monate werden sie im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos ihre griechischen Kollegen unterstützen. Der Zwischenstopp in Piräus gibt ihnen einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Mich wundert, wie schnell hier die Flüchtlinge sich selber organisieren. Ne? Siehst du das? Ja, eine andere Möglichkeit als das, was wir haben. Gibt ja keine Möglichkeit. Ne? So viele kleine Kinder hier dabei. Ne? Ups. In 3 Tagen sollen sie Flüchtlinge im Camp befragen. Nach tatsächlicher Herkunft und Fluchtgründen. Hier ist die Essensausgabe. Auch sie arbeiten für Frontex. Hallo. Sprechen Sie Englisch? How long you stay here? Wie lange sind Sie schon hier? 2 Wochen. 2 weeks. 2 Wochen. Okay. Aha. Und was ist Ihr Ziel? Wo wollen Sie hin? Es gibt kein Ziel. Wir sind einfach hier. Und worauf warten Sie? Na, darauf, dass Sie die Grenzen öffnen. Alle hier warten nur darauf. Und wo kommen Sie her? Ich komme aus dem Irak. Okay. Thank you. Danke. See you, ja? Hallo. Hallo, aus Bayern. Ja. Aus Bayern, ja. Ja, schön. Die deutschen Polizisten lernen einen Mann aus Augsburg kennen, der erzählt, er sei hier, um seine jesidischen Freunde zu unterstützen. Denn hier fehle es an allem. Das ist so, wer sich denkt, gibt es Leute, die seit monatlich nicht hat er geduscht. Wir haben vor 3 Tagen ein bisschen Spende haben wir schon. Wir haben schon Wasserküche gekauft und da können sie duschen. Aber gibt es keine Duschen? Überhaupt. Oh. Überhaupt. Und wenn gibt es auch kalte Wasser gibt es. Ja. Warme Wasser überhaupt nicht mehr. Wir haben eine Wasserküche gekauft und das, mit der Wasserküche können sie das duschen. Ja, das ist natürlich sehr schlecht. Mit Gefühl oder Zweifel?
Ein Zwiespalt, der für die nächsten Wochen zu ihrem Auftrag gehört. Da werde ich natürlich den Verdacht nicht los bei dem Augsburger, dass das ein Schleuserer, ne? Der wird nicht hier sein, um die Leute zu betreuen, sondern er wird versuchen, die nach Augsburg zu holen. Das kann gut sein. Und da muss man natürlich aufpassen, was da in dem Bereich noch legal ist und illegal ist. Ne? Er kannte zufällig Leute aus dem Iran, aus Irak und aus Syrien. Und ist Jeside aus Augsburg, der hier Jesiden helfen will. Das glaubt doch kein Mensch. Also ich glaube das nicht. Die meisten Flüchtlinge wählen mittlerweile eine andere Route. Über Libyen und nach Italien. Trotzdem sind Klaus Predigkeit und die anderen sehr aufmerksam. Suchen nach verdächtigen Schiffen und nach Flüchtlingen im Wasser. Beide Suchscheinwerfer besetzen. Auf den Steuerbord. Der ist an der Backbordseite. Noch weiter rum. Da. Noch weiter nach rechts. Ja. Weiter nach rechts. Der macht ein bisschen mehr. Da. Was ist das? Kein Schleuserboot. So viel steht schon mal fest. Lag hier jemals eine Tonne? Nein. Eine Folie, ja. Grün leuchtet die. Also, ja. Noch nie gesehen. Haben wir hier noch nie gehabt? Ne? Ich sag schönen Dank auch. Wofür? Na ja, dass Sie das einfach so aufstellen, ohne uns vorher Bescheid zu sagen. Das ist Fischereizeichen, ist das, oder? So sieht das aus, ja. Falscher Alarm. Eins von 8 Fischereizeichen, das die griechische Küstenwache nicht an ihre deutschen Kollegen weitergemeldet hat. Ein völlig überflüssiges Manöver. Und sie haben noch 9,5 Stunden vor sich. Hier in diesem Bereich fahren wir jetzt bis ca. 3 Uhr. Hier ist der Hafen Fati. Aus der Bucht sind wir rausgefahren. Wir befinden uns jetzt hier im Westen. Das ist der Verlauf. Der rote Strich Griechenland-Türkei geht hier unten weiter. Die Hauptroute der Schleusung zurzeit ist circa hier. Hier der Start in der Türkei und dann hier die Kugelschreiberlinie. Okay. Hier haben wir in dem Bereich die meisten Aufgriffe. Trotz Grenzsicherung, die Schleuser finden Wege, um immer noch Flüchtlinge an die griechischen Inseln zu bringen. Das Problem, das wir haben, ist die Schleuser kennen oder wir glauben zu wissen, dass die Schleuser unsere Taktik kennen. Es gibt Informanten, so vermuten wir, die vielleicht sogar in Fati sitzen und eben checken, wann die Boote ausgelaufen sind. Dann dem türkischen Schleuser Bescheid geben, wohin, wann die Boote ausgelaufen sind, wann die Boote wieder reinkommen. Also die Schleuser können sich genau auf ihre Zeiten und Routen einstellen? Ja, und dem Schleuser ist es piepschnurz egal, wo er die Leute hinbringt. Die bringt er auch nicht unbedingt an die Küste, da ist manchmal ein kleiner Felsen, da setzt er sie drauf ab, nur um recht schnell wieder sich zu entfernen Richtung Türkei. Und an der Grenze Türkei, auch wenn ich einen Schleuser verfolge, was uns auch schon vorgekommen ist, die Schleuser haben Boote, die fahren bis zu 40 Knoten. Unser Boot ist ein Kontrollboot für die Ostsee. Wir können, Highspeed ist bei uns 20 Knoten. Da habe ich keine Chance, hinter einem Schleuser hinterherzukommen und ihm habhaft zu werden. Und an der Grenze, an der Außengrenze zur Türkei ist eben Schluss für mich. Definitiv Schluss. Ja. Ist natürlich schade, dass wir den Schleuser nicht bekommen. Nur für die Leute ist es besser. Die fahren im Hellen, die sehen, wie die Wellen kommen und die haben eine sichere Anlandungsstelle. Unterwegs nach Lesbos. Rudolf Figgen am Fensterplatz leitet eine Polizeiwache im Sauerland. Heinz Giesing ist Hauptkommissar in Krefeld. Beide waren schon mal als Polizisten im Ausland, in Afghanistan, im Kosovo. Auf der Ferieninsel sollen sie mitentscheiden, wer darf nach Europa und wer nicht. Man kommt ja nun in Kontakt, in direkten Kontakt zu den Flüchtlingen. Und das ist nicht einfach, das ist ja ein bestimmtes Elend, was man sieht. Und das ist nicht einfach, direkt damit umzugehen, wenn ich da kleine Kinder sehe oder Frauen sehe, die gerade aus dem Wasser kommen, noch nass sind und werden von uns befragt. Das kann ich mir schon schwer vorstellen, dass das schwierig ist. Aber was können wir anders machen? Wir müssen da durch.
es wird Situationen geben, wo ich mit Sicherheit ein großes Herz haben werde. Auf der anderen Seite wird es nicht so sein, dass ich jetzt das große Mitleid mit einem habe, der aus einem absolut sicheren Gebiet, aus völlig anderen Gründen zu uns kommen will, als die Familie, die gerade aus Aleppo ausgebombt auf Lesbos aufschlägt. Also insofern werde ich da unterscheiden und werde da auch eine klare Linie fahren. Sonst brauchten wir diesen Einsatz auch gar nicht zu fahren. Darauf vorbereitet haben sie sich in der Bundespolizeiakademie in Lübeck. Als Kriminalkommissare hatten sie bis jetzt nichts mit Grenzschutzaufgaben für Frontex zu tun. Sie sind in Griechenland griechischer Beamter. Sie wenden griechisches Recht an. Sie müssen dann, wenn jemand sich dagegen wehren will, muss derjenige gegen Griechenland klagen, denn sie handeln dort als Grieche. Aber grundsätzlich verlassen sie den Boden der Rechtsstaatlichkeit und der Bindung an Menschenrechte und Grundrechte nirgends in einem Einsatz. Wenn Sie also als Polizist dort hinkommen, dann können Sie Ihrem Kollegen aus diesem Land auch Vorbild sein. Ankunft in Mytilini auf Lesbos. Ein Polizeikollege, der hier schon seit ein paar Wochen im Einsatz ist, fährt die beiden zum Flüchtlingscamp nach Moria. Von jetzt an sind sie offiziell im Einsatz für die europäische Grenzschutzagentur Frontex. Das ist die Ostküste, Harald. Ja, wenn man das so bezeichnen kann, ja. Da ist die Türkei. Drüben ist die Türkei, dieses Ziel. Da ist der Abstand so gering, dass ich das verstehe, dass manche Leute da zu Fehleinschätzung kommen, dass sie glauben, sie können darüber schwimmen. Wenn dann natürlich die Strömungen dazu kommen, dann saufen die unterwegs ab. Man sagte so zwischen 7 und 10 Seemeilen. Also, Seemeilen, das ist ja doch einiges. Ja. Als sich Rudolf Figgen und Heinz Giesing für diesen Einsatz beworben haben, war Moria noch ein offenes Flüchtlingscamp. Jetzt treten die Polizisten aus Deutschland ihren Dienst in einem Gefängnis an. Streng bewacht von griechischen Soldaten und der griechischen Polizei. Wir erleben selbst, wie nervös die Behörden hier mit der neuen Situation umgehen. Drehverbot. Für uns und die türkischen Fernsehkollegen. Keine Bilder von der Arbeit unserer Polizisten in der Registrierstraße, obwohl das genehmigt war. Auch die Dokumente der griechischen Regierung sind hier nichts mehr wert. Stattdessen Platzverbot. Später werden wir doch noch Bilder aus dem Inneren des Camps bekommen. Über 3000 Menschen befinden sich zu diesem Zeitpunkt in Moria. Das Camp ist längst überfüllt. Zutritt haben nur noch wenige internationale Helfer. Was ist menschlich? Was ist gerecht? Was ist der Auftrag? Auch Kapitän Klaus Priedigkeit stellt sich diese Fragen jeden Tag. Wir sind hier, um die Grenze zu schützen, ne, diesen illegalen Grenzübertritt. Aber letztendlich ist für mich die Intention wirklich, Menschenleben zu retten, ne, die da in Gefahr jetzt in ihren Booten hier rüberkommen. Gerne will ich einen Schleuser fangen, aber ja, geht mir um die armen Leute, die da eben auf See verrecken irgendwo, wenn man denen nicht hilft. Warte mal ganz kurz, ich hab da was. Der Kapitän hat etwas entdeckt. Ein Schleuser. Ja, Helene Großgard kann das eigentlich noch nicht sein, oder? Was sagt denn Alexandros? Was sagt Alexandros? Alexandros ist der Verbindungsoffizier der griechischen Küstenwache an Bord und der verlängerte Arm der Küstenwache auf Samos. Er müsste wissen, wenn es sich um das Boot seiner Kollegen handelt. Wie schnell fährt er? 26. Oh, jetzt sind 27. Können wir den noch abfangen? Ja. Weiß Alexandros es nicht oder darf er es nicht sagen? Ist genau auf der Grenzlinie. Das verdächtige Boot fährt genau zwischen der türkischen und der griechischen Grenze, ohne Positionslichter. Jetzt fragt Alexandros seine griechischen Kollegen von der Küstenwache. Die deutschen Polizisten müssen auf das griechische Kommando hören. Alexandros glaubt aber, dass es das griechische Militär ist. Hat er das gesehen oder vermutet er das? Fragt er und bekommt keine Antwort.
Der Kurs des verdächtigen Schiffes widerspricht jedenfalls der Version von Alexandros. Aber der fährt in die Türkei. Also der erzählt mir einen Scheißdreck. Ich glaube, die kann Griechen mehr irgendwas. Der deutsche Kapitän setzt den Suchscheinwerfer ein. Und siehe da, plötzlich weiß Alexandros, was hier vor sich geht. Es ist nicht unsere Marine, es ist die türkische Marine. 31 Knoten fährt er jetzt im griechischen Hoheitsgebiet. Ich habe ihnen gesagt, dass sie rein und rausfahren und sie haben mir gesagt, das wüssten sie. Ja, sie versuchen der Zone zu folgen. Hast du eine Pistole bei dir? Eine Pistole bei mir? Nein. Das stimmt, weiß ich nicht. Ne? Das ist natürlich auch sehr lang. Das sieht, kommt mir näher vor. Aber so wie ich gehört habe, früher sind die hier alle angekommen, hier oben im Norden. Auf Lesbos haben Rudolf Higgen und Heinz Giesing ihre erste Nachtschicht im Flüchtlingscamp Moria hinter sich. Also nördlich von Mytilini. Ja, ja, genau. Mhm. Da sind auch gestern die Pakistani angekommen? So wie ich verstanden habe, sind die da angekommen, ja. Und das waren ja viele auf einmal, ne? 70 ja. In drei Booten. Mhm. Aber keiner konnte mir so genau sagen von den Griechen, wie sie es nach Moria gebracht worden sind, ne? Das war komisch noch, aber wie gesagt, inzwischen haben sie mit Dutzenden Menschen gesprochen. Ort, den sie von der Türkei aus wo begann die Flucht? Ja. Was waren die Gründe? In der Türkei abgelegt haben. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das in 3-4 Wochen aussehen wird, aber jetzt ist es noch sehr belastend. Die Geschichten nehmen einen wirklich mit. Wir hatten zum Beispiel gestern einen Afghanen da, der hatte sich an einer Wahl beteiligt. Das hat ein Taliban mitbekommen und hat ihm dafür die Finger abgeschnitten. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man als Deutscher und als einer, der in der Demokratie aufgewachsen ist, gar nicht verstehen, wie so etwas passieren kann. Und wenn solche Geschichten erzählt werden, das geht einem schon, das geht unter die Haut. Mit mir macht das insofern einiges, weil man muss es natürlich übereinander bringen mit der Aufgabe, die ich hier habe. Die ist aber die gleiche und ich habe auch keinen Zweifel daran, dass die richtig ist. Ich glaube, die meisten wissen nicht, was auf sie zukommt, weil sie immer noch die Möglichkeit sehen, dass sie doch weiterkommen. Also ich hatte gestern welche gehabt, die haben alle in Griechenland Asyl beantragt, um erst mal hier zu sein und dann eine weitere Möglichkeit zu haben, von hier aus vielleicht weiterzukommen. Oder sie wurden schon informiert von anderen, dass es besser ist, zu sagen, ich hätte gern hier in Griechenland Asyl, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Moment wissen sie noch nicht, was auf sie zukommt. Dieses Asylverfahren, was hier durchgeführt ist, ist nach meinem Dafürhalten und nach den ersten Wahrnehmungen, die ich hier habe, absolut rechtlich einwandfrei. Ich habe keine Menschenrechtsverstöße festgestellt. Würde ich die übrigens feststellen, würde ich einschreiten. Ich hätte nicht das Mandat dazu, aber dann kommt eben die menschliche Komponente zum Tragen. Keiner packt einen Flüchtling an, der mir zum Schutz unterstellt worden ist. Das ist so sicher wie es einmal in der Kirche. Zwischen ihren Schichten im Camp Moria fahren wir mit den beiden zu einem Ort, über den hier viel gesprochen wird. Dort werdet ihr sehen, was sich in den vergangenen Monaten auf der Insel abgespielt hat. Und genau das wollen sie sehen. Also für mich ist das wichtig, um das Ganze zu verstehen. Bisher hat man ja eigentlich alles nur aus den Medien gesehen. Und jetzt sind wir einmal vor Ort und von daher ist das für mich wichtig zu sehen, wie sieht es generell aus, wie kam es dazu. Also damit ich das auch verstehe. Da liegen schon die ersten Westen. Guck dir diese Anzahl an. Guck dir das mal an. Unvorstellbar. Der Friedhof der Schwimmwesten von Lesbos.
Da rettest du niemanden mit, der über Bord geht. Das ist nichts. Das ist Pulle hoch 10. Wie viele das sind. Unwahrscheinlich. Attrappen, die aussehen wie Rettungswesten. Gefüllt mit Material, das niemanden über Wasser hält, stattdessen schwer wird wie Blei. Am Rand der Deponie treffen wir auf eine christliche Helfergruppe aus Texas. Sie machen hier Bilder für ihre Internetseite. Gerade in den USA wissen sie wenig über die europäische Flüchtlingssituation. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, woher die Menschen wirklich kommen. Und am Ende müssen die Griechen entscheiden, wer bleibt, wer zurück in die Türkei muss oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, über die Türkei auf den europäischen Kontinent zu gelangen. Das ist unsere Aufgabe hier. Das ist eine schwere Aufgabe. Ja, es ist eine schwere Aufgabe. Aber wie ich gesagt habe, 65 Millionen Menschen verlassen ihre Länder, die meisten speziell nach Deutschland. Das kann nicht funktionieren. Ja, Deutschland kann das nicht alleine schaffen. Ja, wir können das nicht alleine schaffen. Wir haben Polizisten hier getroffen und die waren nicht so freundlich wie du. Du hast einen guten Geist, der dich antreibt. Aus welchem Land kam er? Er ist von hier, aus Griechenland. Und er und die anderen wirkten sehr abweisend. Einige von uns haben sie beobachtet und sie waren nicht freundlich zu den Menschen. Aber jetzt spreche ich nicht über sie, ich spreche über dich. Du wirkst offen auf mich. Ich habe dich erreicht. Du wusstest nicht, wer ich war, aber ich konnte dich erreichen. Ich hoffe, dass du so bleibst. Aber wenn wir über griechische Polizisten sprechen, denk mal darüber nach, womit die jetzt klarkommen müssen. Sie sind gerade in einer sehr, sehr schlechten Situation. Klar, aber lass es nicht auf dich abfärben, das will ich dir sagen. Diesen Küstenabschnitt auf Samos nennen sie die Küste des Todes. Deshalb kreuzt die Uckermark hier immer wieder. Wenn du hier landest mit deinem Flüchtlingsschlauchboot im Dunkeln, jetzt haben wir es hell, wir haben eine Wassertiefe von 80 Metern hier und eine Entfernung von 15 Metern zur Klippe. Wenn ich hier ins Wasser plumpse und nicht schwimmen kann, ertrinke ich letztendlich. Und habe keine Möglichkeit, hier an Land zu klettern. Die Mannschaft kontrolliert regelmäßig die Anzahl der Attrappenschwimmwesten. Sind neue dazugekommen? Gibt es neue Flüchtlinge, die irgendwo auf den Klippen festsitzen? Menschliche Schicksale und Eurobürokratie. Tägliche Berichterstattung an die Dienststelle in Piräus. Rudolf Figgen kämpft mit den Tücken des Frontex-Betriebssystems. Typisches Problem, oder? Ich bin hier aus irgendeinem Grund aus dem System rausgeflogen und muss die Workstation jetzt neu starten, damit ich weiterarbeiten kann. Ich hoffe, das ist der Bericht, den ich gerade angefangen habe zu schreiben, dass der jetzt nicht im Orbit verschwunden ist, sondern gespeichert wurde automatisch. Weil sonst habe ich jetzt ein Problem. Dann wären nämlich die ersten 10 Minuten dieses Berichts. Das passiert mir heute Morgen schon das zweite Mal. Gucken wir, wo uns liegt. Ist wieder da. Also ich muss es nochmal schreiben, weil durch den Absturz ist die erste halbe Seite meines Berichts leider verloren gegangen. Zu Hause im Sauerland ist vieles einfacher. Wenn ein deutscher Polizist eine Aufgabe bekommt, will er die so schnell wie möglich gelöst haben. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sind in Deutschland so ausgebildet und geschult worden, dass wir so arbeiten wollen. Das wird in anderen Ländern, in denen wir arbeiten, oft nicht so gesehen. Das heißt, man geht das relaxter an. Und das erfordert oft sehr viel Geduld, weil man es hier eben anders macht. Man macht es langsamer, bedächtiger, um keine Fehler zu machen, um ordentlich zu bleiben. Aber es geht eben manchmal nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Das erfordert ein großes Maß an Geduld. Ja, das ist so. Die Einsatzzentrale der deutschen Küstenwache auf Samos.
eine Ferienwohnung. Klaus Priedigkeit soll in der kommenden Nacht eine bestimmte Stelle nach Spuren absuchen. Da möchte ich mal bitten, zu mal hinfahren. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt waren. Gestern Nacht lag da noch alles. Da lag noch alles? Ja. Okay. Ja. Aber vielleicht fahren Sie auch heute noch. Obwohl die Hauptrouten der Schleuser im Moment woanders sind, müssen die 23 Bundespolizisten hier im Hafen von Fatih die Stellung halten und improvisieren. 3 Tage war zum Beispiel die Radaranlage vom Schwesterschiff der Uckermark ausgefallen. Tage, die sie jetzt nachholen müssen. Denn Vertrag ist Vertrag. Wir müssen ein gewisses Kontingent für Frontex, ein Stundenkontingent für Frontex bringen. Das ist so vereinbart. Und wie viele Stunden müssen Sie machen? Uli, 736 pro Boot, glaube ich. Ja. Das ist so berechnet, dass man am Tag am Anfang so 7 Stunden Streife fährt. Jetzt sind aber Tage ausgefallen, dann muss ich natürlich dementsprechend länger fahren. Wir sind jetzt schon bei 10,5 Stunden. Und das ist, ja. Das ist auch unabhängig von der Notwendigkeit. Das ist ein bestimmtes Kontingent, das Sie erfüllen müssen. Ja. Das ist manchmal komisch, ne? Wahrscheinlich. Ja, die haben unsere Boote für 736 Betriebsstunden gemietet. Mit allem, was dazugehört. Mhm. Hi. Fine, fine. Hello. 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 Wo ist er? Can I have one water and one package of cigarettes? Einige Wochen später dürfen sich die Flüchtlinge wieder frei auf der Insel bewegen. Was ist passiert? Die Entscheidungen der großen Politik haben auch die Lage auf Lesbos verändert. Wer nun in Griechenland Asyl beantragt, darf das Camp verlassen. Moria ist wieder geöffnet. Ja, jetzt ist die Uhrzeit. Jetzt kommen sie wahrscheinlich alle wieder langsam zurück und nehmen das Essen zu sich. Und morgen früh verlassen sie das Camp wieder. Sie sind alle frei. Jeder kann sich da frei bewegen. Also die dürfen denn, ne? Also die also Asyl beantragt haben. Und dann rennen die hier durch mit der Linie. Kein Problem. Aber wie sieht denn deren Zukunft aus? Was rechnen die sich aus? Also ich gehe davon aus, dass alle denken, sie bekommen hier Asyl. Oder dadurch, dass sie hier Asyl gestellt haben, haben sie mehr Zeit gewonnen, dass sie trotzdem dann vielleicht doch noch weiter nach Europa reinkommen können. Ne? Aber das weiß eben keiner. Und die wissen das auch nicht. Das ist das Problem für die jetzt. Ne? Aber die warten erstmal ab. Besser, als wenn sie sofort zurückgeschickt werden. Ne? Sie kriegen zurzeit eine Bescheinigung in der Hand, auf der steht, bitte da wieder melden. Die Frage lautet halt, melden Sie sich. Das muss man sehen. Das werden wir nicht mehr erleben, weil das Verfahren dauert hier deutlich länger als in Deutschland. Und dann werden die griechischen Polizisten das Problem haben, wo sind denn jetzt diejenigen, denen wir erstmal nur die Bescheinigung ausgestellt haben. 2 Wochen haben Rudolf Figgen und Heinz Giesing noch vor sich. Seit ihrem Dienstbeginn für Frontex hätten sie viel über Menschen gelernt, sagen sie. Mit Routine habe das aber nichts zu tun. Es ist immer noch Spannung dabei, weil man ja nie weiß, auf welche Menschen man gleich treffen wird und welche Geschichten erzählt werden. Wir haben ja festgestellt, dass hier Menschen aus der ganzen Welt hinkommen, um auf dem Weg nach Europa oder in Europa ihr Glück zu finden. Insofern bleibt es nach wie vor spannend und auch nach jetzt über 6 Wochen ist es noch lange keine Routine. Wenn man denn in die Augen schaut, man sieht schon, dass ein Elend hintersteckt. Man merkt schon, ob jemand flüchtet aus finanziellen Gründen oder wenn der eine sagt oder die ganze Familie das auf sich nimmt und dann sagt, wir mussten flüchten, weil wir zu Hause überhaupt keine Chance mehr hatten. Also das merkt man schon direkt. Vor dem Camp machen Händler Geschäfte mit den Flüchtlingen. Da ist ja wieder viel los hier. Die Lage wirkt entspannt. Davon gehen wir jedenfalls aus. Doch dann wechselt sie urplötzlich. Fernsehteams sind hier immer noch unbeliebt. Hey, warum filmst du mich? Hast du noch Bier? Langsam. Ruhig bloß. Er filmt nur mich, sonst nichts. Er filmt nur uns. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Polizisten aus dem Camp mischen sich ein und heizen die Stimmung noch an. Hey, geh da rüber. Zeig mir die Bilder. Hier ist nicht Merkeland. Hier ist Griechenland.
Eine halbe Stunde werden wir festgesetzt und schließlich sogar gezwungen, Drehmaterial zu löschen. Dafür hat jemand vom Arbeitsplatz von Rudolf Higgen und Heinz Giesing im Camp Bilder gemacht und uns gegeben. In der sogenannten Registrierstraße für Flüchtlinge werden Fingerabdrücke genommen. Alles ist friedlich und wir fragen uns, warum wir nicht hinein dürfen. Heinz Giesing ist als Screener eingesetzt. Seine Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Dolmetschern Flüchtlinge zu befragen. Davon, was mit den Protokollen passiert, gibt es keine Bilder. Was jeder weiß, die Griechen liegen mit der Bearbeitung der Asylanträge um Monate hinter dem Zeitplan. In ganz Griechenland warten noch immer 57.000 Flüchtlinge. Auch Rudolf Higgen macht sich darüber seine Gedanken und hört so manches während seiner Schichten im Camp. Wenn wir mit griechischen Kollegen über die Gesamtsituation sprechen, fällt immer wieder die Aussage, mit diesen Menschen wird auf der türkischen Seite enormes Geld verdient. Die sagen, warum sollten die Türken damit aufhören? Sie verdienen Milliarden mit diesem Geschäft, egal in welche Richtung die Flüchtlinge gehen. Und das ist eigentlich das größte Drama, dass mit diesen Menschen extrem viel Geld verdient wird. Extrem viel Geld verdient wird. Ich habe eine persönliche Meinung dazu. Wenn es nicht so läuft, wie die türkische Regierung sich das wünscht, dann wird der Flüchtling erneut als Faustpfand eingesetzt. Und das ist natürlich verheerend. Hier geht es um Menschenleben und hier geht es vor allen Dingen um Einzelschicksale von Menschen, die dringend des Schutzes bedürfen. Kurz nach Mitternacht. Die Crew der Uckermark fährt zu einer bestimmten Stelle. Sind hier heute Flüchtlinge oder gar Schleuserboote? Heute Nacht haben wir das Problem, dass wir Südwinde haben. Das heißt, aus der Türkei wird es schwieriger sein, nach Griechenland zu kommen, aufgrund des hohen Seeganges. Wir haben einen See von ca. 2 Metern. Das erschwert dem Schleuser ungemein die Arbeit, hier rüber zu kommen. Ja gut, wir leuchten hier gleich mal rein und dann fahre ich um die Nase. Ja, ist natürlich doof. Sag mal, da muss eine Kirche sein. Da kriege ich ja nicht noch mehr Daten auf der See. Hast du sowas, so eine markanten Seezeichen da drin, eine Kirche oder sowas? Nö, kann ich jetzt aber auch nicht aufrufen, sonst fahre ich gegen Felsen. Ja gut. Kann immer nur eine Sache auf einmal. Machst du mal deinen Spot mit an? Ja, das kann eine einzelne Schwimmweste sein. Ja, da ist die Kirche, guck mal, noch mal genau, okay. Da links davon. Mach bei dir noch mal ein Stück zurück. Hadi, weiter nach rechts. Ja, leuchte ruhig mal ein bisschen, ob ich da fahren kann, aber da ist nichts, ne? Welche Spuren sind neu? Welche sind schon registriert? Südwesten auf den Haufen geschmissen. So ungefähr. Was weiß ich, kann es nicht schätzen. Nee, es ist ganz schwierig. Mal gucken, aber ich fahre lieber. Ich fahre lieber, ja. Aber weiter oben kann ich nichts erkennen. Scheint wirklich nur punktuell da die beiden Stellen zu sein. Sollte einmal nach links, bitte. Ganz nach links. Nur ein Abstand zur Küste. Ja, danke. Das, was Klaus Priedigkeit und die anderen in dieser Bucht sehen, deutet aber nicht auf Neuankömmlinge aus der Türkei hin. Die Spurensuche kostet trotzdem Nerven. Aber noch schwieriger ist die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der griechischen Seite. Seit 10 Minuten will der Kapitän die Position des Schiffes der griechischen Küstenwache erfahren. Auch um sein Radar zu testen. War es nun der Punkt, den er gesehen hat? Das ist aber auch ein komplizierter Job, den ich hier habe. Ne? Ja, also. Alexandros zögert wieder mal und drückt dann damit heraus. Da? Hier? Bist du sicher? Aber das war meine Position in den letzten 2 Stunden.
Als wir unsere letzte Position verlassen haben, habe ich sie gesehen. Und dann habe ich ihn angerufen und er meinte, er wäre südlich von Gatos. Okay. Wie soll man Schleuser fassen, wenn es schon ein Problem ist, die offiziellen Schiffe hier draußen zu identifizieren? Wenn die Geheimhaltung über die Kooperation gestellt wird? Egal, weißt du? Ne? Ja. Und Misstrauen steckt an. Die Daten der Griechen passen nicht zu denen vom Radar. Die Länge stimmt nicht. Kommt hier überhaupt nicht hin. Ja, dann soll er die nochmal neu geben. Soll er so lange telefonieren, bis er die richtige hat. Aber ich bekomme immer irgendwas von denen gesagt, wo die sind. Und ich weiß nicht, ob die sich hier untereinander verarschen irgendwie manchmal. So irgendwie, ich will nur mal rausfinden, ob die überhaupt positionsmächtig sind. Nautiker Thomas Hartmann nimmt schließlich das Handy von Alexandros und klärt es selbst. Keine Sorge, mein Freund. Es ist nur, weil wir unser Radar checken wollen. Dafür brauchen wir nur ein kleines Ziel wie euer Boot und wir wollen unser Radar kontrollieren, ob es möglich ist, euch zu verfolgen. Die Sache ist nur die, dass ihr an uns vorbeigefahren seid und dass wir euch in diesem Moment nicht erkannt haben. Das wollen wir nur checken, okay? Keine Sorge. Ich kann euch unsere Position auch durchgeben. Bitte schön. Eine gute Nacht noch. Bye. Oh Mann. Wo ist Alexandros? Wenigstens sind sie jetzt schlauer. Auch wenn sie mit dem Handytausch die Vorgaben verletzt haben. Der hatte gleich Angst, dass wir ihn. Warum willst du das wissen, hat er gefragt. Die sind militärisch ausgebildet und wahrscheinlich heißt es bei denen immer oberstes Gesetz ist Geheimhaltung. Und sogar wenn wir mit denen zusammenarbeiten, haben sie so ein bisschen Probleme, ihren genauen Standort zu verraten. Das ist wahrscheinlich so. Geheimniskrämerei stoppt die effektive Zusammenarbeit. Eine besondere Grenzerfahrung. Damit hatte die deutsche Crew nicht gerechnet. An diesem Küstenabschnitt auf Lesbos sind vor ein paar Tagen wieder Flüchtlinge gelandet. Wir fahren mal links, das ist das, was ich aus Kap meinte. Da stehen die auch. Da sind die. Ja. Rudolf Higgen und Heinz Giesing haben sie danach im Camp Moria befragt. Acht auf die Hunde. So, hier siehst du, kürzeste Verbindung. Ja, ja. Also ich schätze 4 Kilometer. Das, von hier ist das nicht so, sieht ja. Das nicht so weit aus. Und der Schiffsverkehr nach Samos rüber in die eine Richtung, nach Thessaloniki auf die andere Richtung? Oder in die andere Richtung? Wenn du mit so einem zusammenkommst, dann wird es wirklich lebensgefährlich. Die sind von Emergency Response Center International. Ah ja, wer immer das ist. Auch Hilfsorganisationen halten nach wie vor Ausschau nach Flüchtlingsbooten. Es ist aber sehr windig heute hier, ne? Aber das ist mehr als 4 Kilometer. Meinst du? Ja, bin ich fest von überzeugt. Das täuscht unwahrscheinlich. Guck mal, das sind ja riesige Schiffe da, ne? Wir müssen noch mal auf der Karte gucken, da kann man es ausmessen. Ja, genau. Auch nach Wochen können die deutschen Polizisten vieles noch immer nicht verstehen. Heinz und ich hatten die Tage eine Familie, 4 kleine Kinder. Die Frau im 9. Monat schwanger, brauchte dringend einen Arzt. Die hatte zusammen mit ihrem Mann dann, oder die Familie hatte zusammen mit dem Vater dann hier übergesetzt. Und wirklich alle waren in hoher Lebensgefahr gewesen. Was treibt die Menschen dazu, so eine Gefahr auf sich zu nehmen, wenn man davon ausgeht, dass die Türkei tatsächlich kein Kriegsland ist? Diese Menschen kamen auch nicht aus Syrien.
das ist das, was mich auch umtreibt hier. Ich kann verschiedene Entscheidungen dann auch nicht verstehen. Ich würde als Familienvater meine eigene Familie in so eine Situation nie reinbringen, sondern zunächst versuchen, in der Türkei irgendwie mein Glück zu versuchen, bevor ich hier so eine Harakiri-Aktion hinlege. Es hätte nur einer auf diesem Boot durchdrehen müssen und diese komplette Familie wäre ausgelöscht worden. Klaus Priedigkeit geht an Land. Er will diejenigen sehen, die die gefährliche Passage über das Meer nach Samos geschafft haben. Das Camp oberhalb der Hafenstadt Fatih ist überfüllt. Es hat hier Unruhen gegeben. Jetzt schauen die griechischen Polizisten lieber weg, wenn Flüchtlinge durch den löchrigen Zaun schlüpfen. Klaus Priedigkeit will selbst nicht mit Flüchtlingen sprechen. Er will ihnen nicht die Hoffnung nehmen, will nicht gefragt werden, wie es weitergeht, wie sie nach Deutschland kommen. Deshalb sprechen wir mit einem jungen Mädchen, das vor dem Zaun auf uns zukommt. Ich bin Palästinenserin und habe im Libanon gelebt. Was ist mit deiner Zukunft? Was denkst du, was ist dein Weg? Ich gehe nach Deutschland. Ich will dort meine Ausbildung weitermachen. Okay, also bist du sicher, dass das funktioniert? Ja, ich bin mir sicher. Warum bist du dir da so sicher? Im Moment bist du noch hier in Griechenland. Ja, aber ich vertraue auf Gott, dass es weitergeht, dass sich mein Traum erfüllen wird. Der Mann hier geht auch nach Deutschland. Sein Bruder ist schon dort. Aber wenn du Asyl in Griechenland beantragt hast, glaubst du wirklich, dass du eine Chance hast, nach Deutschland zu gehen? Sie haben uns gesagt, wenn wir hier kein Asyl beantragen, schicken sie uns zurück in die Türkei. Sie haben gesagt, wir würden in 6 Monaten wieder dort landen. Wer hat euch das gesagt? Als wir hier das Interview gemacht haben. Die Leute, die uns im Camp befragt haben, die haben das gesagt. Hast du einen Plan B? Eigentlich nicht. Es gibt keinen Plan B. Das ist der einzige Weg, nach Deutschland zu gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr einen anderen wisst, dann gehen wir den. Danke. Viel Glück. Danke euch auch. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber da hatte ich original Gänsehaut, als sie anfing zu reden. Und absolut wie nett und wie offen. Die ist auf euch zugekommen. Ja. Wäre es besser gewesen, ihr reinen Wein einzuschenken? Nein. Warum nicht? Ja, dann wird es wieder zu Druck kommen. Oder ich denke, sie hat es auch nicht geglaubt. Denke ich einfach. Sie hat ihr Ziel, sie hat keinen Plan B, das gibt nur den Plan A und den Plan A zieht sie auch durch. Und ich hoffe für sie, dass es in Erfüllung geht, wie auch immer. Einen Plan B gibt es wohl auch für Europa nicht. Und nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei steht der Flüchtlingsdeal mit der EU auf der Kippe. Scheitert er, würden auf einen Schlag wieder tausende Flüchtlinge nach Griechenland kommen. Also sind auch hier deutsche Polizisten weiter im Einsatz.